Bismillahirrahmanirrahim. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Wilden, der in seinem ehrwürdigen Koran so sagt, Allah gebietet Gerechtigkeit, gütig zu sein und den Verwandten zu geben. Er verbietet das Schändliche, das Verwerfliche und die Gewalttätigkeit. Er mahnt euch, auf das ihr bedenken möget. Zitat Ende. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah gibt und dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und sein Gesandter ist. Allah Segen und Friede sein auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um die Frage, also die gesellschaftlichen Werte. Die Verfestigung der Werte in den Gesellschaften gilt als Beweis für ihren Fortschritt, ihre Zivilisation, ihren Zusammenhalt und ihre Stabilität. Der Verfall von Gesellschaften beginnt mit dem Zusammenbruch des gesellschaftlichen Wertesystems. Gesellschaften, die nicht auf Ethik basieren, tragen die Elemente ihres Verfalls in sich, da sie auf einer schwachen Grundlage basieren. Gesegnet sei der Dichter, der sagt, gewiss, Nationen werden nur durch ihre Moralvorstellungen geprägt. Wenn ihre Moralvorstellungen verschwinden, verschwinden sie doch. Zitat Ende. Unsere reine Religion schenkt daher den gesellschaftlichen Werten besondere Aufmerksamkeit, die die Einheit der Gesellschaft erhalten und ihre Säulen stärken. Die Einhaltung dieser Werte und ethischen Grundsätze ist daher das grundlegende Fundament dieser großen Religion. Unser Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so in einer Überlieferung, ich wurde gesandt, um die erhabenen Charaktereigenschaften zu vervollkommnen. Zitat Ende. Zu diesen gesellschaftlichen Werten gehören vor allem die Werte der Zusammenarbeit, der Solidarität und des friedlichen Zusammenlebens. Dies liegt im Interesse der gesamten Gesellschaft. Das Vaterland ist für alle Bürger gleichermaßen bestimmt und muss von ihnen allen aufgebaut werden, ohne Unterschied aufgrund von Religion, Hautfarbe oder Rasse. Dies sollte so Egoismus, Individualismus und Selbstliebe ausrotten und ist auch eine Verwirklichung des Prinzips der menschlichen Brüderlichkeit, der eine zusammenhängende Gesellschaft aufbauen würde, die auf Liebe und Schenkung basiert. Allah der Erhabene sagt zum ehrwürdigen Koran, helft einander zur Güte und Gottes forscht, aber hilft einander nicht zur Sünde. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte in einer Überlieferung, das Gleichnis der Gläubigen in ihrer gegenseitigen Freundschaft und Barmherzigkeit sowie ihrem Mitgefühl füreinander ist wie der Körper eines Menschen. Wenn ein Glied leidet, so leidet der ganze Körper an Schlaflosigkeit und Fieber. Zitat Ende. In einer weiteren Überlieferung sagte der Prophet Muhammad, gewiss hält die Suppe der Aschariten zusammen. Wenn ihre Vegetierung auf einem Feldzug zur Neige geht oder wenn sich ihre Nahrungsmittelvorräte in Medina erschöpfen, so sammeln sie alles, was sie noch haben, in einem Tuch zusammen und verteilen es untereinander zu gleichen Teilen. So gehören sie zu mir und ich zu ihnen. Zitat Ende. Zu den gesellschaftlichen Werten gehören auch Ritterlichkeit, Hilfsbereitschaft, Mut, Opferbereitschaft und Selbstlosigkeit, die den Zusammenhalt der Gemeinschaft und des Landes stärken und den Geist der Zuneigung, Brüderlichkeit und Transparenz zwischen den Mitgliedern der Gesellschaft verankern. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, verbietete so Feindseligkeit, Neid, das Abbrechen von Bindungen und das gegenseitige Abwenden. Er sagte so in einer Überlieferung, seid nicht neidisch aufeinander und überbietet einander beim Handel nicht, hasst nicht einander, wendet euch nicht voneinander ab, unterbietet einander nicht beim Kauf. Zitat Ende. In einer weiteren Überlieferung sagt, wer seinem Bruder hilft, dem wird Allah helfen. Und wer einem Muslim bei der Beseitigung seiner Sorgen hilft, dem wird Allah bei seinen Sorgen am Tage des Gerichtes helfen. Ebenso wird Allah demjenigen, der die Schwächen eines anderen Muslims verdeckt, am Tag des Gerichtes seine Fehler verbergen. Zitat Ende. Es ist so eine religiöse, nationale und humanitäre Pflicht, sich um Körperbehinderte, Waisen, Schwache und alte Menschen zu
kümmern. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so, derjenige, der sich um eine Witwe oder einen armen Menschen kümmert, ist wie ein Mujahid, der für Allahs Sache kämpft. Oder wer derjenige, der die ganze Nacht betet und den ganzen Tag fastet. Zitat Ende. Er sagte so in einer weiteren Überlieferung, denkt daran, nur wegen der Schwachen unter euch wird euch geholfen und ihr werdet versorgt. Zitat Ende. Der Islam betrachtet daher die Leistungen der Schwerbehinderten als eine bedingte Kraft der Gesellschaft und als ein Vorbild, dem man folgen sollte. Er lässt ihnen freien Lauf, damit sie ihre Rolle im gesellschaftlichen Leben effektiv spielen können. Auf diese Weise war Abdullah ibn Maktum, Allahs Wort gefallen auf ihm, der Muazzin des Propheten, der ihn mehrmals mit der Leitung der Angelegenheiten von Medina betraute, wo er die Gläubigen zum Gebet leitete und sich um ihre Interessen kümmerte. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allah Segen und Friede sein auf dem letzten Propheten Muhammad, seiner Familie und seinen Gefährten. Zu den wichtigsten Werten der Gesellschaft gehört es, Informationen zu überprüfen, bevor man sie weitergibt oder verbreitet. Die islamische Scharia betont diesen edlen Wert, also indem sie vor Gerüchten und denjenigen, die sie verbreiten, warnt. Die Verbreitung von Gerüchten zielt darauf ab, die Gesellschaft zu zerstören und Verzweiflung und Enttäuschung unter ihren Mitgliedern zu verbreiten. Allah der Erhabene sagt so im Koran, O die ihr glaubt, wenn ein Frevler zu euch mit einer Kunde kommt, dann schafft Klarheit, damit ihr nicht einige Leute in Unwissenheit mit einer Anschuldigung trifft und dann über das, was ihr getan habt, Reue empfinden werdet. Zitat Ende. Der Prophet Muhammad, Allah Segen und Friede auf ihm, sagte so in einem Hadith, es ist der Grund genug, eines Menschen als Lügner zu bezeichnen, der jedes Wort, das er hört, weiter erzählt. Zitat Ende. Die Vernunftbegabte denkt nach, bevor er spricht, während der Dummkopf redet, bevor er nachdenkt. Unser Prophet Muhammad sagte daher in einer Überlieferung, wer wirklich an Allah und den jüngsten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen oder schweigen. Zitat Ende. Es ist daher sinnvoller, sich zu den gesellschaftlichen Werten zu verpflichten, damit Zusammenhalt und Solidarität zwischen den Mitgliedern der gesamten Gesellschaft verwirklicht werden können. O Allah, führe uns zu den besten Charaktereigenschaften. Niemand außer dir leitet uns dazu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.